Da wären wir, meine Lieben. Das war der letzte Bildschirm in der letzten Folge und der neue in der neuen. Red Devils Fans feiern Alan Mason. Das ist der neue Trainer von Manchester United. Denn Manuel Neuer wechselt vom FC Bayern München zu Manchester United. Genau, zu ManU. Klasse. So, wenn wir verpflichten wollen, müssen wir noch was drauflegen. Das ist klar. Dann machen wir daraus 14,5 Millionen. Nehmen den Anteil raus. Und das Angebot wird abgegeben. Das ist jetzt schon viel Geld. Das ist jetzt schon viel weit über seinem Marktwert auch. Also jetzt müssen wir so langsam mal zu Potte kommen. In die Ruhmeshalle aufnehmen. Ja, natürlich. Neuer kann schon in die Ruhmeshalle. Hat viele Spiele für den FC Bayern München getätigt. Das passt. Dann kommt noch das Fanclub-Treffen kommt jetzt noch. Da haben wir den nächsten. Die Nummer 7 akzeptiere ich mal. Ja, ja, viel Geld bezahlt. Also Pressekonferenz. Murk würde sehr gerne... Was will er... Ist stolz, dass sie ihm das zutrauen, sein Selbstvertrauen steigt um 5 Punkte und er gewinnt 3. Okay, alles klar, würde sehr gerne Nationalspieler werden. Ah ja, ja, kein Problem, machen wir. Machen wir aus dir. Wir machen aus dir Nationalspieler, aber vom Feinsten, mein Bester. Du wirst demnächst mit, wer war bei ihm? Hinteregger war bei ihm, ne? Hinteregger. So, 4 Tage noch verletzt, das ist kein Problem. Ist ja für den Nachwuchs da, damit der Kader ein bisschen größer ist. Für die Breite. Mit tollen Alternativen, die wir dann reinbringen können. Oh, da freue ich mich jetzt schon draus. Wird eine tolle Saison. Der eine oder andere ist bestimmt noch sauer, dass wir Mitchell Weiser verkauft haben. Aber gut, da haben wir jetzt mehr als genügend Alternativen. So, gehen wir mal vorwärts. Spielen wir noch gegen unsere Jugend. Ach so, die Jahreshauptversammlung ist auch immer tierisch interessant. Auf geht's. Gucken wir mal. Also... Komm, mal ein bisschen beschleunigen, bis ich gefragt werde, oder? Wie wollen Sie Ihre sportlichen Ziele verkaufen? Aggressiv! Ihr Präsident spricht von einem guten Jahr. Dann kündigt er eine Überraschung an. Er habe heute den Vertrag mit Toni Kroos um 2 Jahre verlängert. Er grinst in Ihre Richtung. Wie reagieren Sie? Klatschen! Wollten wir sowieso. Ein Fan weist erbost darauf hin, dass die Mannschaft total überaltert sei. Denken Sie das auch? Ablehnung. Ein Fan weist erbost darauf hin, dass die Mannschaft viel zu unerfahren sei. Denken Sie das auch? Ablehnung. Ein Fan fragt, ob es denn in diesem Jahr mit der Meisterschaft klappt. Starke Zustimmung. Wir bedanken uns. Das lief doch gut, oder? Auswirkungen insgesamt. Wahrscheinlich hier plus Fanbeliebtheit, das war's. Und Vorstandsvertrauen. Boah, alles in Ordnung. So, da haben wir den nächsten Transfer getätigt. Thomas Murk, so ein bisschen der Shaqiri-Ersatz, den wir nicht mehr haben. Packen wir jetzt mal an, ob das auch funktioniert mit ihm. Bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt, also schauen wir mal. So, wir müssen noch was drauflegen. Hier, jetzt ist er 12,42 Millionen wert. Warum das denn auf einmal? Haben die schon gespielt? 15 Millionen. 15,5 Millionen. Ah, jetzt klappt's. Okay, maximal 3 Jahre. Du wirst in der Regel spielen. Du wirst in der Regel spielen, genau. Ich mache aus dir einen Nationalspieler, sage ich auch. Ich biete ihm mal einen 4,5 Millionen Vertrag. Und Auslandsangebot, Bullshit, Abstieg, ja, ja, das klappt. Für Verein noch ein Jahr. Das hier für den Spieler auch, wenn er verlängern will. 10.000. Geht der Vorstand damit? Jupp, alles gleichen. So schnell geht das. So kriegst du natürlich als FC Bayern München die Verträge hin. Wenn auch ein bisschen viel Geld da ist, ne? Oh, Vertrag. Vertragsende 2014. Der hat doch schon 2 Jahre verlängert jetzt. Hat sich erledigt. Alles in Ordnung. Können wir abbrechen, die Geschichte. Ohne Gehaltserhöhung wahrscheinlich sogar. Was hat er verdient? 12. So, und so war es und so ist es und so wird es auch immer sein. Das ist auch mal für uns eine Chance, jetzt hier aufzustellen nach Belieben. Wir lassen heute mal unsere B11 auflaufen gegen unsere A11 aus der zweiten Mannschaft. Da kommt Adili dann für Müller. Da kommt der Murk, der leider verletzt ist noch, hätte ich ihn schon für Alaba eingeteilt. Lichnowski für Badstuber. Wir bringen Gomez für Wolfswinkel. Wir bringen Davids für Bender.
Wir bringen dann noch ein bisschen Alternativen. Was haben wir denn noch hier? Vinaldum ist auch B11 hinter Toni Kroos. Ist auch schon überragend. Nee, wir bringen aber Huismans. Wir bringen Huismans. Und das war's dann erstmal, genau. So, gehen wir mal in die... Alles klar. Akzeptiert für Niang. Das ist auch alles in Ordnung. Dauerkartenverkauf 37, 15,84 Millionen. Höchster Formgewinn. Wenn jetzt noch der Transfer mit Niang abgeschlossen ist, dann haben wir alles. Dann haben wir alles geschafft. Dann haben wir alles durch. Dann ist wirklich alles getan, was getan werden kann. Gucken wir mal, dass wir jetzt gegen unsere zweite hier gewinnen. Gebt euer Bestes. Kommt. So. Gucken wir mal, wie sie spielen, die Jungs. Clive Brennan hier mit gleich mit einer gelben Karte. Dann noch Sprachprobleme. Lichnowsky mit einem Tor nach Vorlage von Alaba. Kennt man doch, ne? Torgefahr, der Junge. So, dann können wir Clive ja mal rausnehmen, wenn wir Alternativen haben. Haben wir aber gar nicht. Wir gucken mal Brennan. Da kommt Lahm und dann kommt Gillen, Bender. Da kommt lange Zeit nicht. Bringen wir mal Lahm. Dann bringen wir mal Kirchhoff für Horn. Dann bringen wir mal Toni Kroos für Huismans. Gomez raus, Wolfswinkel rein, Adili raus, Müller rein. Martinez raus und Bender rein. Das war's. So. Gucken wir mal. Ricky schießt ein Tor nach Vorlage von Toni. Alles klar. Der Sturm wird dieses Jahr für viel Furore sorgen. Ich hoffe mal, das klappt. Wieder Ricky mit dem Tor. Und das war's an der Stelle. Klasse. Gute Noten noch zum Schluss, ne? Toni wieder mit einer 1. So kann er natürlich gleich mal in die Saison starten. Bombenmäßig. Wer war denn hier der Beste? Eminoglu, der Torwart, war richtig stark. Ist auch ein talentierter Junge. Klasse. Dann wäre noch mit einer guten Note. Das war es auch schon. Eine 3. Willis, unser Linksverteidiger. Unsere Argentiner. Okay. Alles klar, das passt soweit. Jetzt bin ich gespannt. So. Gladbach, Reinecke kommt für das Mittelfeld. Ich habe gerade gelesen, kommt für das Mitleid. Alles klar. Jugendspieler Manuel Baron verpflichtet. Okay. Nicht so pralle. Und der Laktattest. Alles klar. Komm mal, sag mal Gas hier. Hurtig. Neue Fitness 100. 100. 84. 95. Klasse, jetzt geht's vorwärts. 100. Super. Laktattest ist wichtig. Okay. Das passt. Spielervorstellung. Steht ab jetzt unter Vertrag. Da ist der nächste. Ist da. Dann haben wir alles geschafft. Dann ist alles fertig. Am Ende bleiben 33,8 Millionen. Das würde ich mir gerne mal jetzt in der Statistik angucken, was wir ausgegeben haben, was wir eingenommen haben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. 9. Ja, akzeptieren. Gerne. Pressekonferenz gibt's auch noch. Murk ist wieder fit. Gomez, Niang würde sehr gerne international spielen, also Nationalmannschaft spielen. Na klar, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Mbaye Niang. Lahm verlängert, sehr schön. Und Sandhausen gegen Bayern haben wir gewonnen. Sehr gut. Ebenfalls klasse. Jetzt gehen wir mal in die erste Mannschaft. Jetzt geben wir den Mbaye Niang erstmal einen Spitznamen. Den nennen wir jetzt in Zukunft einfach Yin Yang. Kennt ihr, ne? Kennt ihr die Yin Yang Twins? Die gab es früher mal. Das war so eine Hip-Hop-Band. Hab ich, glaube ich, sehr, sehr gemocht. Okay, also Trainingsziele. Gucken wir mal, nur wichtige Fähigkeiten, Torriecher, hätte ich ganz gerne hier auf eine 91. Mal ein bisschen hier Volleys üben, Schusskraft üben, mal auf eine 91. Kopfbälle ist nicht so sein, das weiß ich, Schnelligkeit dafür umso mehr. Ebenfalls hoch, hochpeitschen, Antritt ebenfalls hoch damit. Und dann gucken wir mal, was er daraus macht. 1,85 ist ja groß, das geht, das ist eine ordentliche Statur. Yin Yang am Start. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Haha. So. Was machen wir jetzt? Jetzt geht's um die Wurst, Leute. Jetzt geht's richtig los. Ihr seht da oben, da haben wir teilweise gelbe Zeichen bei Liste der Spiele links. Da wechseln wir jetzt mal so ein, damit das alles hier grün wird. Rodriguez. Können wir auch schon Leistungen sehen? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Ne? Noch keine Durchschnittsnoten. Nee, schade. So, wir gucken mal.
Lichnowsky, frische 76, Kirchhoff 100. Und dann haben wir hier Bartstuber. Der hat eine Fitness von 62. Der hat noch ein bisschen Zeit. So, Bartstuber mit. Ich packe erstmal die Jungs drauf, die die höchste Grundstärke haben. Denke mal, da geht ihr mit. 69. Dafür kommt Lichnowsky rein. Wijnaldum kommt für Huismans erstmal. Und dann kommt Toni da rein als Kapitän. So, dann haben wir Adili rechts. Da packen wir erstmal. Ja, erstmal Jorginho Wijnaldum hin. Alaba links. Müller hat eine 82 noch. Nicht schlecht, aber Wijnaldum ist noch ein bisschen besser auf rechts außen. Bisschen husten muss ich auch mal ab und zu. Eine 78 Adili. Okay, der Rest baut sich erst auf. Hier, ihr seht, die sind alle hier soweit fit. Philipp Lahm, dem geht's richtig gut. Eine 83, Topform. Das ist Bartstube mit einer Fitness. Das kriegen wir noch hin, denke ich. Die Frage ist, Gillen oder Lahm? An der Stelle 84, na, packen erstmal Lahm drauf. Packen erstmal Lahm als Rechtsverteidiger in die Startelf. Kirchhoff mit einer 76. Ja, der Konkurrenz. Da kommt Lichnowsky hinten dran. Und dann auch irgendwann mal Ewald Horn. Ja, Huismans, Horn, Hiddy. Das sind ja alles Jugendspieler hier. Das sind ja alles richtige Jugendspieler. Die haben ja noch Zeit. Die kriegen dieses Jahr über ihre Einsätze auf jeden Fall. Gar keine Frage. Aber halt nicht von Start an. Den Niang würde ich ganz gerne mit 22 hier in der... Naja, erstmal Gomez, der ist erfahrener. So. Da muss ich dem System auch schon treu bleiben. 9 von Müller mit einer Form von 9. Martinez mit einer 9. Da wird sich ja bald ein Tim Davids anbieten. Wo ist denn der Davids? Der steht auf dem Platz. Ach Gott, der Bender ist noch da. Ja, Bender und Martinez. Mit einer gut über 80. Jetzt haben wir eine Mannschaftsstärke von 909. Und Hamburg ist immer noch für uns gelb. Mit einer Stärke von 880. Überragend. Kirchhoff mit einer 76. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen ein Problem, aber ich bin da zuversichtlich, dass wir das schnell aufholen können. Da wird aber rigoros in der Innenverteidigung wird rigoros drauf geachtet, wie die Jungs spielen. Die müssen wirklich ans Äußerste gehen. Dafür haben wir extra ein bisschen Alternativen geholt. Wenn die es nicht auf die Kette kriegen, dann geht's hier bitter aus für die Jungs. Kann ich mit keinem mehr sprechen? Schade. Also da müssen wir uns jetzt auch treu bleiben. Dafür haben wir so viele Alternativen geholt. Okay, Horn, der ist ja jetzt nicht konkurrenzfähig. Aber Lichnowsky, der ist konkurrenzfähig mit Kirchhoff. Da wird rigoros drauf geachtet, wer besser reinkommt. Ganz klar. Momentan mit einer 62 Fitness hat er sowieso keine Chance zu laufen. Also kommt Lichnowsky bei Bartstuber zuerst rein. Gucken wir mal. Also, die Innenverteidigung noch ein bisschen schwach. Aber das wird, da bin ich zuversichtlich. Jetzt gehen wir mal rein in die Taktik. Was ist ein Bartstuber? Der war gewinnt Bälle, ne? Er gewinnt Bälle und der Lichnowsky war... Gewinnt Bälle. Perfekt, dass das identisch ist. Jetzt gucken wir mal gerade die Innenverteidiger durch, wer am Kopfball stärksten ist. Kopfbälle 82. Und auch recht groß. Dann haben wir Kirchhoff. Kopfbälle 89 und noch größer mit 1,5. Den schicken wir nach vorne. Den schicken wir Bartstuber, weiß ich, der ist keine 1,90 groß. Das weiß ich, aber auch guter Wert. Aber das ist klar, Kirchhoff geht nach vorne für die Kopfbälle. Okay, Kirchhoff oder Lichnowsky, je nachdem wer da steht. So, gehen wir mal in die Taktik rein, wie es aussehen wird. Abseitsfalle spielen wir wieder, da ändern wir nicht viel in der Aufstellung. Das entscheidet alles unser Kapitän hier, wie wir da spielen werden. 30 Anweisungen. So, die Vorstöße, ja, die sind hier beiden Jungs... verboten. Die sollen aber den Ball halten und sicher verteilen. Das gilt auch für ihn. Ball halten, Dribbling, keine Vorstöße. Tacklings ruhig ein bisschen aggressiver, Positionstreue eng. Okay, so, dann haben wir das hier fertig. Das ist klar hier. Das sollte auch klar sein, da ist alles drin. Oft Vorstöße. Das gleiche gilt für Alaba. Oft. So, kann auch ins Dribbling gehen. Er kann schon dribbeln. Und hier Vorstöße natürlich von unseren. So, hinten, die bleiben jetzt defensiv. Unser LV und RV, die bleiben defensiv. Und bei Standards nach vorne, das gilt jetzt für Kirchhoff. Bei Standards nach vorne, ruhig ein bisschen Vorstöße mache ich mal auf 50. Nicht ganz verbieten. Doch, Vorstöße verbiete ich ihn, aber er geht bei Standards nach vorne. Und weil er ja Bälle gewinnt, Lichnowsky, baut das Spiel auf, war Kirchhoff, ne?
Er baut er das Spiel auf? Ja, also darf er doch Vorstöße. Genau, so rum. Und Ball halten. So, und er kriegt die verboten. Bei Standards braucht er nicht nach vorne. Keine Vorstöße, Tacklings. Lieber ein bisschen ruhiger. Und enge Positionstreue. Alles klar. Nun bin ich ja mal bei Standards nach vorne. Vorstöße. Ja, so auf Vorstöße will ich auch nicht. Das muss man ja auch nicht übertreiben. Machen wir genau 50. Dass es einfach raus ist. So. Okay. Oh, haben wir alles. Für die erste Aufstellung. Für die, das ist die Aufstellung Speichern alles. Und das ist jetzt Bayern Reserve. Nee, das ist Bayern 1. Alles klar, alles überschrieben. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das dann bei Bayern 2 auch noch so hinkriegen. Wenn wir denn die Aufstellung fertig haben. Bayern 2 sieht ja da ein bisschen was anderes vor. Dann müssen wir mal gucken, wie hatten wir denn Bayern 2 ausgelegt. Ich mach's mal kurz rein, wenn es euch nicht stört. Dann müssen wir schon ordentlich sein. So, Martinez steht da. Rechtes Mittelfeld wäre jetzt Groß. Der zweite Stürmer ist dann Gomez. Ja, und hängende Spitze wäre dann Müller. Das bleibt alles gleich hier hinten. Ja. Ja, so wäre das dann mit Bayern 2. Das wäre noch offensiver. Da brauchen wir nicht viel ändern. Da gehen wir nochmal in die Taktik rein bei Bayern 2. Spielmacher ist dann hier Martinez an der Stelle. Da machen wir das dann mal so. Das passt auch alles soweit. Anweisungen sind dann auch identisch, ne? Ja. Ja. Die beiden sind aber dann ohne Gegenspieler. Ball halten. Ohne Gegenspieler. Steil gehen. Das gleiche gilt für ihn hier. So, Bayern 2, speichern, Bayern 2. So, nochmal okay. Jetzt gehen wir nochmal rein, ob er alles schön gespeichert hat. Bayern 1 sieht so aus. Da kommt dann Bender wieder. Da haben wir ihn. Dann kommt Toni. Dann kommt Jorginho. Das war's schon, mehr haben wir auch nicht ausgewechselt. Jetzt gehen wir mal rein in die Taktik, ob er alles übernommen hat. Hat er gar nicht, guck mal. Das übernimmt er gar nicht, Bayern 1. Wenn ich jetzt hier Bayern 1 drücke. Krass, oder? Das ist doch Bullshit. Das ist echt doof. Naja. Hat er das wenigstens übernommen? Bei Standards nach vorne, ja, das passt. Ohne Gegenspieler, ja, das passt alles. Aber die hier, die Teamtaktik hat er nicht übernommen. Naja, okay. Bin ja gespannt, wie es jetzt läuft. Ich bin ja gespannt wie ein Flitzebogen. Wie die Saison laufen wird. Also, vorwärts. Huiuiui, was für ein Aufwand. Jetzt geht's los. Hamburg, Supercup. Ich denke, ihr seid genauso spannend, gespannt wie ich. Neuer Wechsel zu Man United. Da haben wir jetzt Niang geholt. Dann haben wir auch noch Murk geholt. Und jetzt gehen wir nochmal in die Statistiken rein, weil die sind nochmal interessant. Sponsorentag gibt es auch nochmal. Klasse. Für Öztop, wo ist der denn her? Aus unserer zweiten. Atakan Öztop, den haben wir gar nicht aufgestellt. Den haben wir denn da Warum bieten die hier schon wieder so viel Geld? Super letztes Spiel. Nix da, Mann. Nix da. Nein, da wird nicht verhandelt. So, zweite Mannschaft. Öztop spielt als Rechtsverteidiger. Okay, weil wir keinen besseren haben wahrscheinlich. Oder Jonen? Nee, haben wir echt nicht. Krass. Okay. Macht ja nichts. Die können ja ruhig beide Seiten. Die können ja beide Seiten trainieren. Das ist ja gar kein Problem. Marcel Grote ist hier noch als offensiver Mittelfeldspieler drin. Viele junge Spieler mit 16 hier. Der Badenheuer, da freue ich mich schon drauf. Mal sehen, wie der durchstartet. Bin ich mal echt gespannt. So. So, jetzt wollen wir mal Statistiken angucken. Oh, wir gehen mal rein hier bei dieser Karriere. Da bin ich mal gespannt jetzt. Also, machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Leute, mit einem kurzen Zwischenbericht in der nächsten Folge. Bis gleich.